Hey Leute, herzlich willkommen am Wochenende und wie immer samstags haben wir ein mega cooles Workout für euch, auch wenn ihr zu Hause seid. Also, ihr liegt im Warm-up los mit 6 Minuten M-Rap, lockere Pace, 10 Lunges, 10 Scap Push-Ups, 10 Lateral Bounce, zeige ich euch sofort, 10 Hollow Walks, 10 Arch Walks. Wir gehen wie immer kurz die Bewegung einmal durch. Wir beginnen mit den Lunges, also 10 Stück gesamt. Wenn ihr die habt, geht es direkt weiter mit den 10 Scap Push-Ups, dafür eine Liegestützposition und dann lasst ihr einfach nur die Schultern einsinken, kommt wieder rauf, einsinken und wieder rauf. Wenn ihr davon 10 habt, achtet übrigens darauf, dass ihr die Arme gestreckt haltet, geht es weiter mit 10 Lateral Bounce on the Spot. Dafür bis ihr 10 gesamt habt, weiter mit 10 Hollow Rocks. In 10 Arch Rocks. Super. Das Workout heute, minimal ein bisschen mehr Erklärung. Ihr macht von beiden 5 Minuten M-Raps. Beide zweimal. Ihr beginnt mit dem ersten 5 Minuten M-Rap. Das heißt 10 Overhead Squats mit was auch immer ihr habt. Wer zufällig eine Stange zu Hause haben sollte, nehmt gerne 40 Kilo für die Männer und 25 für die Damen. Dann 10 Sekunden, entweder Free Handstand Push-Up oder ein Wallwalk. Dann 10 Burpees, 2 Minuten Pause und dann wieder 5 Minuten M-Rap mit 10 Jumping Jacks, 10 Mountain Climber, nicht Jumping Jacks, sondern Jumping Lunges, 10 Mountain Climber und 5 Jumping Squats. Wieder 2 Minuten Pause und wir das Ganze wieder von vorne. Okay Leute, dann gehen wir mal die Movement schnell durch. Das heißt, die Overhead Squats, was auch immer ihr habt, wenn ihr natürlich in der glücklichen Lage seid, eine Kettlebell oder sowas da habt, perfekt. Macht einfach 10 auf der einen Seite und dann in der nächsten Runde macht ihr 10 mit dem anderen Arm, indem ihr was Einarmiges habt. Overhead Squats, wenn ihr 10 davon habt, weiter mit entweder dem Handstand Hold. Ich hoffe, das funktioniert. Okay, soll reichen. Oder ein Wallwalk. Dann 2 Minuten Pause und dann gehen wir rein in zweite M-Rap. Dafür geht es weiter mit 10 Lunges, das sind übrigens 10 Lunges insgesamt. Also das heißt 5 links, 5 rechts. Wenn ihr 10 habt, weiter mit 10 Mountain Climber. Auch gesamt, das heißt es 1, 2, 3, 4, 5. Hier auch wieder volle Spannung einhalten und dann nochmal 5 Jumping Squats. 2 Minuten Pause und dann beide M-Raps nochmal von vorne. Vergesst nicht, eure Scores in den Kommentaren zu posten. Viel Erfolg!